mal wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat und wir machen heute, ihr kennt das schon, in der Nacht weiter, natürlich. Und zwar fahren wir heute Waynes letztes Wunder. Wir erfahren nochmal eine Wayne-Story. Wayne interessiert's. Der Kurs wartet jetzt auf dich. Du musst nur hier auftauchen. Und möglichst nicht verlieren. Also das ist wieder Drifter, ne? Warte mal. Hab ich das Auto noch? Wenn ich jetzt das Auto noch vor dir wechseln kann, wäre super. Nein, kann ich nicht. Okay, das heißt, ich fahre nochmal zurück. Ich fahre nochmal zurück in die Garage. Wechsel kurz im Auto auf den Dings. Ja, ich weiß, dass ich gerade das zweite Mal an der gleichen Stelle gewitzt wurde. Im letzten Spiel ist es tatsächlich egal. Auf den Straßen im realen Leben solltet ihr euch zunächst an die Geschwindigkeiten halten. Ich weiß, dass ich das. Es waren ein paar harte Tage. Du bist bestimmt nur müde. Ja, alles gut. Ich mache jetzt gerade gar nichts. Komm zurück. Ich weiß, dieser Ort ist schwer zu finden. Und das ist auch gut so. So, das ist mein. Ich brauche meinen Drifter. Ich weiß, dass der Alpha ein bisschen mehr Power hat, aber ich guck gerade, ob ich meinen Drifter hingestellt. Hier ist mein Challenger. Hey. Das ist mal auf, oder ne? Ja, das hat sich der Drifter. Ne, der muss sagen, ist der Drifter. So ist es richtig. Der muss sagen, ist der Drifter. So. Warum ich da oben lande? Ich will mich eigentlich da hin. Klar, dass mir da noch einer Geld geschossen wird. Aber jetzt möchte ich erstmal noch ein bisschen driften fahren. Und das mit dem guten Rain. Waynes letztes Wunder. Schau mal seine letzte Mission. Echt in sich. Das wird richtig schwer für dich. Mein Rekord steht. Und wenn doch? Dann hast du den besten Drifter der Stadt besiegt. 70.000. Und ich leg sogar noch einen Preis drauf. Cool. Da die Karre. Naja, 70.000, das ist ein bisschen mehr Herausforderung als diese 50, die wir vorher hatten. Viel Glück! Wir sehen uns im Ziel! Lass jetzt nicht nach! Hätte nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Na, ich schon. Ich krieg dich schon irgendwie.
Die 70.000, das ist nicht das dicke Problem. Das ist Drifting vom Feinsten. Die Hälfte haben wir jetzt fast schon. Geh weiter, wenn du gewinnen willst. Keine Sorge. Du hast alles im Griff. Ich hab's befürchtet. 25.000. Die kriegen wir doch ohne Probleme hin, die Dings. Du bist so ein Angeber. Letzter großer Drift noch. So, 14.000 oder 13.000, die wir noch brauchen. So, das ist jetzt nicht das Mega-Problem. Aber ich sehe die 0,3900. Nervt's dich nicht, ständig so gut zu sein? Nö, ich hab das Ziel erreicht. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Strecke durch. Perfekt! Du musst konzentriert bleiben. So, wir haben jetzt unsere 100.000, kriegen auch noch eine Probleme hin. Das wird dieser, denke ich mal schon. Ach, man freut sich. Du hast Gesellschaft. Ich habe hier einen flüchtigen Wagen. Den knüpfe ich mir vor, Zentrale. Aufwachen. Einer unserer Leute verfolgt gerade einen verdächtigen Wagen. Aber habe ich das Gefühl, dass die Karre einfach hinten gerade gar keinen Dings hat. Kannst du es nicht mal spannend machen? Nö. Ich werde diesen Wagen so lange rammen, bis er nicht mehr fährt. Dann mit dem Drifter kommen, na geil. An den Drift werde ich mich noch lange erinnern. Meine Vorteil ist, dass der Kopf jetzt. Schick noch ein paar Einheiten raus, falls welche verfügbar sind. Verstärkung ist unterwegs. Vorteil ist, dass ich jetzt den Kopf natürlich an der Backe habe, dass jetzt meine Heatschub wieder steigt und ich wieder ein bisschen Kohle und ein bisschen AP kriege. Ich weiß, da steckt noch mehr in dir. Zwei Leute habe ich jetzt in der Backe. Könnt ihr das bitte mit dem Nerven mal lassen? Los, halt den Drift! So, den habe ich aber ausgeschaltet. Das war ja noch nicht mal knapp. Ich hab den Wagen aus den Augen verloren. Er muss hier irgendwo sein. Sucht jeden Winkel ab. Das war ziemlich gut. So, jetzt jagen wir da kurz in die Ziele. Wollen wir ja mein Abschiedsgeschenk. Und lass mich raten, das Ding ist oben auf der Brücke. Er wurde sowas von vorgeführt. Habt ihr den Wagen überhaupt ernsthaft verfolgt?
Alles klar. Aber früher hätten wir so lange weitergemacht, bis unsere Wagen explodiert wären. So, dann nutzen wir das gerade einfach nur kurz aus. Es ist keine Schande, mal zu verlieren. Bist du dir da sicher? Ich will's mir nur schönreden, aber im Ernst. Heute habe ich mich im Auto zum ersten Mal so gefühlt wie auf dem Board. Und das nur dank dir. Ich hoffe, wir wiederholen das. Wann immer du willst. Ich komme drauf zurück. Übrigens, bei Lucas wartet was auf dich. Es wird dir gefallen. So, fertig. Dann haben wir den Teil der Story auch erledigt. Die Kopf sind wir los. Mehr oder weniger zumindest. Ich fahr kurz das Ding in den Auto zurück zum. Oder haben wir eine Strecke dann hier? Ne, wir müssen jetzt das mal abbrechen. Ne? Wir müssen hier jetzt das Auto sicher zu Hause bringen. So, ja, noch nicht ganz vom Level ab her. Du hast grünes Licht für neue Teile. Nur weil wir uns hier oben verstecken, sind wir noch lange nicht aus dem Geschäft. Ist so 350Z aus dem Jahr 2003 von Need for Speed Most. Ach, Most Wanted, ja. Underground 2 natürlich. Dann schauen wir uns das gute Stück beim Händler mal an und vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück, dass die Karre nichts kostet. Ich guck gerade mal, wo ist denn der Händler? So, gehen wir mal rein zum Händler. Und dann gucken wir mal, was der kleine Wagen kostet. Ich schaffe das auch nicht allzu viel. Weil wir haben nur 23.000. Das ist also nicht das, die Megakohle. Und die Karre kostet tatsächlich 51.000. Ernsthaft? Die Karre kostet tatsächlich so viel Geld? Ich dachte mir jetzt, weil ich hätte ja Abschiedsgeschenk. Eigentlich hätte die Karre uns ja nichts kosten dürfen. Aber okay, dann ist das also. So, was haben wir denn noch? Haben wir irgendwie. Da oben ist jetzt noch mal ein bisschen Racing Story. Das machen wir dann mehr oder weniger mit als nächstes in der nächsten Folge. Dann gehen wir zurück in die Garage und dann mache ich hier Feierabend und dann in der nächsten Folge, ja, auch wenn es nur ein Rennen diesmal war, mache ich dann Hey, komm rein, die Bude macht nicht viel her, ist aber sicher.
Warte mal, wir haben das Auto gewonnen, ne? Weil wir könnten den kaufen. Okay, die Karre ist tatsächlich doch bei uns. Also, kleine Planänderung, die Karre ist tatsächlich bei uns. Und wir haben sie nicht. Wir haben sie doch nicht, wo wir sie kaufen müssen. Alles klar. Gut, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit der Story. Ne? Wir haben ja da irgendwo noch in der Nacht ein bisschen Racing Story offen. Und zwar nicht bei Einer, sondern hier. Ich habe aber auch keine Garage noch hier, doch da oben. Also schauen wir da mal. Genau, wie gesagt, wir machen jetzt Feierabend heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit der nächsten Teil der Racing Story.